B2.5. Berechnen Sie das Maß Phi des Winkels AMB und den Innenkreisradius R gleich ME. Also zwei Dinge soll man berechnen. Hier einmal den Winkel AMB und einmal die Länge der Strecke ME. Gehen wir erst auf den Winkel. Wo liegt der? Da zeichne ich jetzt dafür eine Hilfslinie ein, nämlich die Strecke AM. Und dann sieht man diesen Winkel AMB ist recht schnell. Das ist der hier unten. So, in welchem Dreieck liegt der? Der liegt im Dreieck ABM. Was kennen wir aus dem Dreieck? Momentan so ersichtlich nur die Strecke AB mit 10 cm. Aber wenn man sich jetzt vorher an die Aufgabe mit der Zeichnung erinnert, die Strecke BM und die Strecke DM und auch die Strecke AM sind ja Winkelhalbierende. Ja, dieser Mittelpunkt des Innenkreises wird ja über Winkelhalbierende konstruiert. Von so her weiß man sofort, dass da ist ein halber Epsilon und dass da ist ein halber Beta. Folglich kennen wir zwei von drei Winkeln im Dreieck und damit lässt sich der dritte Winkel sehr schnell über die Innenwinkelsumme ausrechnen. Also haben wir Winkel AMB ist gleich 180 Grad minus Winkel BAD geteilt durch 2. Minus Winkel CBA hieß er ganz am Ursprung, ganz ursprünglich, auch geteilt durch 2. So, setzt man bekannten Größen ein. 180 Grad minus BAD hatten wir mit, war wieder ganz oben angegeben, mit 41,64 Grad. Geteilt durch 2 und der CBA hatte 48,36 Grad, auch geteilt durch 2. Das tippen wir jetzt einmal in den Taschenrechner ein und dann kommen die 135 Grad raus, die hier oben auch in der Aufgabe angegeben sind. So, jetzt brauchen wir die Strecke ME, die ist ein bisschen komplizierter. Die Strecke ME liegt im Dreieck AEM und von diesem Dreieck kennen wir jetzt nur momentan den halben Epsilon. Ja, hier der Winkel AME, wissen wir nicht, wie groß der ist, nämlich die Strecke ME ist hierzu keine Winkelhalbierende. Also müssen wir noch was Zusätzliches ausrechnen. Wir können zum Beispiel die Strecke AM berechnen. Die AM liegt noch zusätzlich im Dreieck ABM, von der kennen wir alle drei Winkel und die Strecke AB. Dieses Dreieck ist nicht rechtwinklig, von so her funktionieren nur Sinussatz und Kosinussatz. Für den Kosinussatz bräuchten wir alle drei Strecken und einen Winkel, aber zum Beispiel die MB ist ja nicht bekannt, die AM ist auch nicht bekannt, also funktioniert der Kosinussatz nicht und uns bleibt nur der Sinussatz übrig. Für die Strecke AM gilt also AM geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Und gegenüber von AM liegt der halbe Winkel CBA. Also CBA geteilt durch 2. Ist gleich, und jetzt nehmen wir die andere bekannte Größe, andere bekannte Streckenlänge in diesem Dreieck, nämlich die Strecke AB, geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels, und das ist der Winkel AMB. Setzen wir bekannte Größen ein. Also AM geteilt durch Sinus von, und jetzt der CBA, das waren die 48,36 Grad, geteilt durch 2, ist gleich AB waren 10 cm, geteilt durch Sinus von 135 Grad. Das kann man jetzt entweder im Solver lösen oder wir formen noch einmal um, dass AM alleine steht, indem wir die Gleichung mit Sinus mal Sinus von 48,36 geteilt durch 2 multiplizieren. Und dann wandert es mit einer Multiplikation auf die rechte Seite. Also folgt daraus, für AM ist gleich 10 geteilt durch Sinus von 135 mal Sinus von 48,36 geteilt durch 2. So, das kann man jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben und dann folgt für AM eine Länge von 5,79 cm. So, jetzt sind wir noch nicht ganz fertig. Jetzt gucken wir nochmal in das Dreieck AEM,
Doch, AMM, genau. Wir kennen die AM, das ist die Hypotenuse des Dreiecks, weil sie gegenüber vom rechten Winkel liegt. Und wir kennen den halben Epsilon. Das Dreieck ist rechtlinig, also gelten Pythagoras, Sinus, Cosinus und Tangens. Welche hilft uns hier jetzt weiter? Pythagoras auf jeden Fall nicht. Sinus wäre Gegenkathete durch Hypotenuse. Ja, wir brauchen ja die ME, ist also Gegenkathete zum Epsilon. Die Hypotenuse ist ja bekannt, also ist es genau der Sinus, der hier gebraucht wird. Cosinus würde mit Ankathete arbeiten und der Tangens genauso, aber die kennen wir ja nicht. Also folgt daraus für die Strecke ME. Sinus des Winkels Epsilon halbe, der Epsilon war der Winkel BAD, geteilt durch 2, ist gleich, und jetzt Gegenkathete ist die Strecke ME geteilt durch die Hypotenuse, und das war die Strecke AM. Setzen wir die bekannten Größen ein. Sinus von Epsilon war 41,64, also der BAD, geteilt durch 2 ist gleich, ME bleibt weiter unbekannt, und AM haben wir jetzt gerade berechnet mit 5,79. So, das ließe sich jetzt wieder über den Solver auflösen oder mit Hilfe der Umformung, indem wir mit 5,79 multiplizieren. Und dann drehe ich gerade noch die Seiten. Dann folgt daraus, die Länge der Strecke ME ist gleich 5,79 mal Sinus von 41,64 Grad geteilt durch 2. Und das ergibt dann unsere 2,06 cm. Hier kann man Taschenrechner eingeben. Und das sind genau die 2,06 cm, die hier oben in der Aufgabe auch angegeben sind als Radius. So, und damit wäre die Aufgabe jetzt auch fertig.